Wir kommen also jetzt zum Stoß eines Massenpunktes gegen eine feste Wand. Das heißt, die Wand ist starr, undeformierbar, starr, eine starre Wand. Ein Massenpunkt trifft mit der Geschwindigkeit V0 auf eine waagrechte Ebene. Wir zeichnen das eine Kugel ein. Die hat die Geschwindigkeit V0. Trifft lotrecht auf diese Ebene hier. Und im Augenblick T0 trifft sie auf. Es ist keine Kraftwirkung zwischen der Kugel und der Unterlage. Und nun wird die Kugel ein wenig verformt. Das heißt, sie wird abgeplattet auf der Unterseite. Der Schwerpunkt bewegt sich weiter in Richtung zur Wand hin. Wir führen also da die Koordinate Z ein. Das sei die Schwerpunktskoordinate. Und eine Kraft tritt nun auf. Die Kraft soll lotrecht auf die kleine Kugel wirken und dabei die Kugel abbremsen. Wir nennen diesen Vorgang, dass sich die Kugel deformiert, die Kompressionsperiode. Also V0 ist die Auftreffgeschwindigkeit. Und in der Kompressionsperiode, in der ersten Periode, Kompression, wird der Körper ein wenig verformt, zusammengedrückt. Die Zeit dafür geht von der ersten Berührung bei T gleich 0 bis zur maximalen Zusammendrückung bei Tm. Das heißt, das Ende der ersten Periode ist dann erreicht, wenn der Körper am stärksten zusammengedrückt ist. Das heißt, es tritt hier die maximale Kraft auf, F Maximum. F Max. F Max ist die größte Kraft und die Zeit, zu der diese Kraft auftritt, diese Zeit heißt also Tm. Die Bewegungsgleichung, die hier aufzuschreiben ist, heißt mz2 Masse mal Beschleunigung ist gleich minus f. Minus f deshalb, weil ja die Kraft entgegen der Koordinatenrichtung wirkt, also die anfängliche Geschwindigkeit V0 abgebremst wird. Diese Gleichung wird nun über t integriert, also m mal dz-Punkt nach dt, ist ja das z2-Punkt, ist gleich minus f dt, das war Trennung der Veränderlichen, z2-Punkt ist dz-Punkt nach dt, Integral von 0 bis tm, also über die erste Periode, von m mal dz-Punkt, ist gleich Integral fdt von 0 bis tm. Und das ist, dieses Integral nennen wir den Antrieb der Kraft minus S1 in der ersten Periode.
Sie sehen, das Integral links m dz Punkt heißt m mal z Punkt, obere Grenze, zurzeit dm, minus untere Grenze, z Punkt, zurzeit 0, ist gleich minus s1. Oder, wenn ich das jetzt weiter schreibe, dann kann ich sagen, z Punkt zur Zeit dm, das soll ja 0 sein. Z Punkt dm ist 0, Ende der Kompressionsperiode. Der Kompression, hier tritt die maximale Zusammendrückung auf. Der Körper kommt zur Ruhe in diesem Augenblick. Das, die Geschwindigkeit am Anfang, das Z-Punkt 0, das war ja das V0. Also haben wir folgende Gleichung. M mal V0 ist gleich S1, wenn ich die negativen Vorzeichen weglasse. Das ist die erste Gleichung zur Berechnung des Stoßes. Das heißt, ich kann den Stoßimpuls in der ersten Periode aus dem Impuls MV0 beim Aufprall des Körpers auf die Unterlage ermitteln. Nun, in der zweiten Periode, in der sogenannten Restitutionsperiode, Restitution wird zum Teil die Verformung wieder rückgängig gemacht. In der Restitutionsperiode heißt das, der maximal komprimierte Körper, der also hier da zusammengedrückt ist, durch die Verkleinerung der Verformung wird er quasi abgestoßen von der Unterlage und am Ende der Restitutionsperiode hebt sich der Körper wieder von der Unterlage ab. Wir nennen diese Geschwindigkeit nach oben gerichtet V1. Wobei hier unten natürlich eine kleine Verformung übrig bleiben kann. Also wiederum die Kräfte eingezeichnet, heißt das, hier ist das F-Maximum noch einmal. Dann wird die Kraft kleiner und hier ist das F wieder 0 am Ende der Periode. Da hebt der Körper von der Unterlage ab. Dieselben Gleichungen also jetzt für die Restitutionsperiode aufgeschrieben, heißt, in der die Zeit t läuft von t gleich tm bis t gleich t Ende, e. Und wir haben hier mz2 Punkt ist gleich wiederum minus f, das ist die Koordinate z, die Schwerpunktkoordinate z geht ja nach wie vor nach unten, die Kraft wirkt nach oben, also muss nach wie vor da hier dieses f gegen das z wirken. Das Ganze wird wieder integriert über die Zeit, nämlich indem ich hier zunächst mdz Punkt schreibe, ist gleich minus fdt
So dann Integral von Tm bis Te, von M dz Punkt ist gleich minus Integral Tm bis Te von FTT. Von FTT, und ich nenne dieses Integral jetzt minus S2. Am Ende, bei der, zur Zeit TE, M mal Gamma, Z-Punkt obere Grenze, nicht? Das ist das Integral vom Differential, gibt ja das Argument, zur Zeit TE, minus Z-Punkt zur Zeit dm ist also minus S2. Z-Punkt zur Zeit te ist minus V1. Z-Punkt, das heißt, diese Gleichung lautet jetzt m mal minus V1 minus 0, weil ja die Geschwindigkeit zur Zeit dm 0 war, ist gleich minus S2. Sehen auch, hier kann ich die Minus weglassen. Es steht hier m mal V1 ist gleich S2. Das ist die Gleichung Nummer 2. Und Sie sehen, wir haben hier zwei Gleichungen. Für wie viele Unbekannte? Bekannt ist das V0, unbekannt ist das S1, das S2 und das V1. Ich habe zwei Gleichungen für drei Unbekannte und das heißt, ich habe eine Gleichung zu wenig. Ich brauche noch eine Gleichung. Nämlich die Gleichung, eine Gleichung habe ich zu wenig, die Gleichung, eine Beziehung zwischen S1 und S2. Man nennt das die Stoßhypothese. Stoßhypothese. Und zwar so, dass ich sage, das F von T ist ja unbekannt. Sodass ich hier nicht ausrechnen kann, dass das Integral. Aber ich weiß, wie groß das Integral im ersten Teil ist, weil ich ja das S1, nämlich das Integral von 0 bis Tm von f von t dt, kenne. Das ist gleich nach der ersten Gleichung m1, m mal, nicht 1, m mal V0. Also ich weiß, wie groß dieser Antrieb der Kraft, dieses FTT ist. Also S1 ist bekannt. Wenn ich mir nun vorstelle, dass die Kraft F über der Zeit T aufgezeichnet im Bereich von 0 bis Tm zum Beispiel so ausschaut. Hier Maximum erreicht, F Maximum zur Zeit Tm. Dann sei angenommen, dass in der zweiten Periode, also bis Te, der Verlauf, naja, irgendwie so ähnlich ist. Das Integral ist bekannt, das ist das S1. Und wir sagen nun, es sei das Integral im zweiten Bereich, in der zweiten Periode, das Integral FTT von Tm bis Te proportional dem
Wert in der ersten. Und der Proportionalitätsfaktor wird einfach Epsilon genannt. Epsilon heißt dann die Stoßziffer. Das ist eine Annahme. Es wird angenommen, dass das Integral, naja, das ist ein Teil proportional, also ein Teil von S1 ist. Es ist ganz klar, wenn ich zum Beispiel habe, Epsilon ist, wenn ich keine zweite Periode habe, Epsilon gleich 0, dann nennt man das ja einen plastischen Stoß. Dann ist das Integral in der zweiten Periode 0. Und damit ist klar, dass also keinerlei Kraftwirkung mehr in der zweiten Periode auftritt. Das könnte man als Grenzfall dann so aufzeichnen. Da hier ist die Zeit. In der ersten Periode hier der Anstieg bis zum Maximum und dann ist nichts mehr. Nicht? Bei dm ist Schluss, von 0 bis dm, wir haben nur das Integral d1. Die zweite Grenze möglich ist, dass die Stoßziffer 1 ist, dann ist der Stoß vollkommen elastisch. Das heißt, alles, was an Deformationsarbeit in der ersten Periode geleistet wurde, wird jetzt in der zweiten Periode wieder gewonnen, in der Restitutionsperiode. Also es ist wie bei einer elastischen Feder. Die Feder wird zusammengedrückt und die gesamte gespeicherte Federenergie wird jetzt wieder freigegeben und zur Beschleunigung des Körpers wieder verwendet. Es schaut das dann in diesem zweiten Fall etwa so aus. Der Verlauf von F über T. Wenn das die erste Periode ist und das die zweite, dann würde das heißen, es geht also gleich wieder zurück in derselben Art und Weise. S1 ist gleich S2. Beim wirklichen Stoß, wirklicher Stoß, realer Stoß, beim wirklichen Stoß wird die Stoßziffer Epsilon zwischen 0 und 1 liegen. Das heißt, Epsilon größer gleich 0, kleiner gleich 1. Das sind die beiden Grenzfälle. Vollkommen plastisch, vollkommen elastisch der Stoß. Das heißt, normalerweise, wie ich es da oben gezeichnet habe, ist dann S2 natürlich etwas kleiner als S1, S2 ist Epsilon S1. Das ist unsere dritte Gleichung jetzt. Und wir haben nun, wenn ich die drei Gleichungen noch einmal aufschreibe, erstens M mal V0 ist gleich S1, M mal V1 ist gleich S2 und S2 ist Epsilon S1. Aus diesen drei Gleichungen folgt nun, wenn ich in die letzte Gleichung einsetze, M mal V1 ist gleich Epsilon mal M mal V0. V1 ist gleich Epsilon V0. Die Rückprallgeschwindigkeit
ist ein Teil von der Aufprallgeschwindigkeit. Und zwar zwischen 0 und 1. Wenn Epsilon gleich 0 ist, dann ist V1 gleich 0. Das heißt, der Körper bleibt einfach liegen. Wenn Epsilon gleich 1 ist, dann ist die Rückprallgeschwindigkeit gleich groß wie die Aufprallgeschwindigkeit. Also das ist der Aufprall einer Masse auf einer waagrechten Ebene.